Hallo und herzlich willkommen hier zu diesem neuen Video hier auf meinem YouTube-Kanal. Lange ist es her, dass ich jetzt hier nochmal vor der Kamera für euch stehe. Wir haben jetzt hier den 24. Dezember hier im Jahre 2023. Heute ist Heiligabend und wie in jedem Jahr nehme ich euch da draußen mit. Hier durch meine Weihnachtstage. Heute Abend machen wir alle zusammen Raclette. Meine Oma kommt rüber und ich halte jetzt hier für euch einmal fest in Impressionen, was hier heute so und die nächsten Tage bei mir passiert, wie all die anderen Jahre auch. Und wünsche euch an dieser Stelle hier viel Spaß mit dem Video und würde sagen, let's go! Wir haben jetzt hier inzwischen auch schon den zweiten Weihnachtsfeiertag. Ich habe gestern für euch einiges mitgefilmt, wie ihr hier in den vorherigen Aufnahmen gesehen haben solltet. Wir waren jetzt hier gerade bei meiner Oma und essen jetzt gleich hier zusammen Mittag. Morgen geht es dann noch zu weiteren Bekannten. Und an dieser Stelle möchte ich euch einmal kurz sagen, mitteilen, was ich denn so zu Weihnachten geschenkt bekommen habe. Beginnen wir mit Teilen fürs Auto. Ich habe ein Abblendlicht-Upgrade von Osram, die Osram H7 LED-Abblendlichter bekommen mit Straßenzulassung. Ich habe einen K&N Sportluftfilter bekommen für meinen VW Polo GTI, den ich mir hier in diesem Jahr im November meinen Traum erfüllt habe, mir dieses Fahrzeug zugelegt habe. Ich habe einen Gürtel der Marke Jack & Jones bekommen. Ich habe von meinem Onkel oder von einem Onkel habe ich eine Weihnachtskarte mit Geld bekommen, von meiner Oma eine Weihnachtskarte mit Geld bekommen. Ich habe zusätzlich noch Süßigkeiten ohne Ende bekommen, unter anderem eine Tafel Schokolade, schön verpackt von meiner Oma, am heutigen Weihnachtstag, hier am zweiten Weihnachtstag. Und ansonsten noch Geld von meinen Eltern. Und an dieser Stelle würde ich sagen, ich nehme euch hier jetzt heute noch mit durch meinen Tag, durch das Mittagessen, was jetzt gleich hier folgt. Wir haben jetzt hier gerade 12.39 Uhr und dann hören wir uns später nochmal im Outro. Und ich würde sagen, viel Spaß hier noch mit den weiteren und letzten Aufnahmen hier in diesem Video und dann hören wir uns später noch einmal wieder. Und an dieser Stelle beende ich jetzt auch dieses Video hier. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Meine Weihnachtstage hier im Jahre 2023. Als nächstes folgen jetzt hier auf diesem Kanal die Silvester-Einkaufstour, die ja auch schon in 2 Tagen soweit ist. Und dann im neuen Jahr, wahrscheinlich so am 1. oder 2. Januar, das Silvester-Video. Für mich eines der Highlights des Jahres.
Und ich würde sagen, wenn euch das Video gefallen hat, hinterlasst dem Video gerne einen Daumen nach oben, Kritik und Feedback gerne unten in die Kommentare posten. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal und ciao!